Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper. Ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist wieder mein Stuck of 2 Replay, diesmal auf der Map Daybreak Alley, wieder zwischen Beastie QT gegen Vytra. Das erste Game hat euch ja scheinbar ganz gut gefallen, deswegen hier der nächste Teil. Ich hoffe, Beastie kann sich diesmal mal ein bisschen besser zeigen, beziehungsweise nicht besser, aber dass der einfach mehr Glück hat. Letztes Mal ist ja doch eher an ein paar Entscheidungen gescheitert. Vytra war einfach zu gut, hatte viel zu viel Skill dabei, den Widowmines auszuweichen. Ich denke mal, der Mann hat geübt bis zum Abwinken in der Beta, was andere nicht gemacht haben, zum Beispiel ich. Und wir sehen ihn hier oben. Während der Garten Pylon baut und natürlich den Terran, während der Garten nichts baut, außer ein Versorgungsdepot. Das heißt, Early Game noch relativ ja, Standard, noch keiner versucht irgendwie Cheese zu machen, kein Proxy Pylon direkt hier, um dann hier zwei Gateways zu setzen oder sonstigen Scheiß. Ansonsten, die Map sollte langsam wirklich jeder kennen, das ist Daybreak LE. Diesmal hat man sich sogar dazu bemüht, nicht den Versorgungsdepot hier hinzupflanzen, dieses neutrale Gebäude, sondern unbebaubare Felsen. Also in Heart of the Swarm haben die ein bisschen dazugelernt. Finde ich persönlich, naja, zweierlei. Zum einen geht mir das nicht wirklich signifikant auf den Keks. Und zum zweiten finde ich das gut für Anfänger, die dadurch nicht verwirrt werden. Auch wenn es eigentlich wirklich nichts Verwirrendes ist, aber na gut. Viele hatten trotzdem endliche Panik, dass sie dachten: Oh mein Gott, der Terraner baut vor meiner Base. Also ist auf jeden Fall gut, dass die ein paar Unstimmigkeiten entfernt haben. Ansonsten sehen wir hier das Standard-Gas von Mr. Ra, also wie Standard-Gateway. Ein schöner Pylon, der hier gesetzt wurde. Vielleicht um hier entweder Tech zu verstecken oder einfach früher zu sehen, ob Reaper kommen oder sonstiges. Denn die kann man ja jetzt in Heart of the Swarm bauen, wie man lustig ist. Ohne Addon, ohne gar nichts, einfach Reaper. Haben sich wirklich einige darüber beschwert, aber im Endeffekt, mich stört nicht. Ich finde es persönlich cool, endlich mal mehr von meinen Namensvettern. Wen hat es gewundert, dass ich Reaper mag? Aber so sieht's aus, so sieht's aus. Reaper natürlich auf dieser Map sehr, sehr gut. Die können hier überall rumhüpfen. Diese Map hat hier ein ziemlich weit auslaufendes Cliff, wie wir es hier sehen können. Also Reaper definitiv die bessere Wahl. Ich finde es geil, wie hier Mr. Ra auch überall rumnervt mit seinen Sonden und Beastie dann nicht unbedingt hinterherkommt. Aber gleich wird die Sonde fett fressen von dem einen Reaper, der hier rauskommt. Beziehungsweise wird zeigen, dass wir nicht umsonst diesen epischen Namen haben. Reaper steht für etwas, nämlich für absolute Ownage. Und da fliegt auch schon der erste Reaper durch die Gegend. Sehen Sie auch, Reichweite von 5, Angriffe 2, Schaden 4. Das heißt, nicht mehr die Imba-Viecher aus, ja, Wings of Liberty Beta damals noch, wo sie gegen leichte Einheiten, die bis zu 40 Damage gemacht haben oder so, macht jetzt nur noch 8 Schaden, egal gegen wen. Hat aber eine Mördergeschwindigkeit, super Medipack-Feature. Das heißt, der sich heilt, sobald er eine Sekunde außerhalb des Kampfes ist. Und die sind jetzt wirklich nicht mehr dazu gedacht, um die komplette Economy zu zerstören, weil die brauchen dafür viel zu viele Schuss. Wir sehen es hier, der hat 40 und er macht gerade mal 8 pro Angriff. Das heißt, er kann da sehr, 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 sehr lange dran sparen. So 5 Schuss ist nicht gerade wenig für den. Vor allem in der Waffengeschwindigkeit von 1,1. Dran sitzt er, ein Weilchen. 5,5 Sekunden. Die sind jetzt mehr oder weniger dazu gedacht, um halt zu scouten, zu schauen, was macht der Gegner, Map-Controller sich zu sichern. Vielleicht den ein bisschen zu bestrafen, falls der wirklich gar nichts mehr in seiner Base hat. Aber mit einem so einen Stalker kann man normalerweise so einen Reaper komplett ausschalten. Läuft jetzt auch erstmal nach vorne. Wir sehen jetzt hier das Mothership Core hier gegenfliegen. Also kleiner Schlagabtausch, wird jetzt nicht allzu viel sein. Mit dem Reaper sollte er ein bisschen aufpassen, auch wenn er natürlich HP regeneriert. Ist eine sehr wichtige Einheit, sollte er nicht verlieren können. Durch Mothership Core bekommt er tatsächlich sogar Vision hier drauf und wir sehen Starport. Das heißt, also könnte auf jeden Fall interessant sein. Das meine ich halt an den Reapern, dass sie sich heilen. Richtig geiles Feature, können auch durch die Gegend fliegen. Scoutet hoffentlich diese ganzen Positionen hier. Der war beim letzten Mal mit dem Oracle einiges, naja, sag mal, verkalkuliert. Diesmal schön mit dem Reaper am Scouten. Ja, die Expansion wird hier gesetzt. Die Expansion natürlich auch in der Base des Protoss am Start. Kleine Aktion hier an dieser Stelle von Vytra. Wird nicht allzu viel bringen, denke ich mal. Die Widowmine wird er sich zwar merken, die Position, aber macht er gut eigentlich. Ist er außerhalb der Range ist. Hier sehen wir die Range. Macht er eigentlich ziemlich gut. Aber der wird hier eigentlich nicht allzu viel mehr Schaden machen können. Rein theoretisch. Sind allerdings eine Robotics, die gebaut wird. So hat der Fabrik. Wahrscheinlich für Observer und so weiter. Natürlich, um Widowmine zu sehen. Oh mein Gott, wieso rennt er denn hier raus?
Um Gottes Willen, oh, schönes Time Warp, aber gut, dass er Mothership Core geowned hat. Geile Aktion, definitiv, aber dafür einiges an Space Marines lassen müssen. Natürlich trotzdem gut, dass er die Vision denied hat. Sehr, sehr gut, aber ob sich das wirklich gelohnt hat, schauen wir einfach mal aufs Lost Step. Da hat der Terran einfach mal fast zweimal so viel verloren. Also vielleicht nicht unbedingt das Beste, was er machen konnte. Ist ja auch das Medivac mit seinen Afterburnern. Könnte vielleicht warten, bis ein paar von den Widowmines zu dem kommen. Da kann er die einladen und vielleicht droppen. Schön, dass er einen Bunker hier gesetzt hat. Oh, da wurde ein abgebrochen. Sehr gut, da fliegt auch los und wir sehen hier einfach mal diese Afterburner. Ich finde immer noch, dass die ein Upgrade sein müssen. Schön, dass er hier auslädt, außerhalb der Vision von dem Protoss. Protoss. Da habe ich kurzerhand ein bisschen Mist gebaut, aber im Endeffekt hier lädt er wieder aus. Ich bin mal gespannt. Oh, die beiden so einander zu lassen, ist nicht wirklich gut. Vulture hat es natürlich gesehen und lässt sich natürlich nicht in die Range dieser Widowmines locken. Sehen wir hier, ist die Reichweite. Das war vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Sollte. Oh, da kommt der nochmal an, aber verliert hier sehr, sehr viele Marines. Noch gar nichts hier verloren auf der Seite von Vulture, außer Mothership Core. Und er hat die auf jeden Fall hier einbuddeln müssen, nicht so weit außen. Er hat ihm hier eine komplette Flanke gelassen, um Spaß zu haben. Wir sehen es hier auch am Lost Step, also Vulture war gerade wirklich am. Oh, und den hätte er doch sehen müssen. Was geht ab? Da muss er doch sehen können. Zwei Salz werden hier reingeworben. Das wird nicht gut enden. Nicht mit den paar Marines. Die zwei Salz werden sich komplett hier durchschnetzen, was das Zeug hat. Sollte die vielleicht mal in die Widowmines lenken. Sehr schön gemacht. Schade, dass hier die beiden Widowmines hier mitgenommen hat. Wo ist. Da ist der Drop an dieser Stelle in die Base. Wunderbar reagiert. Also die APM von den beiden müssen einfach durch die Gegend schießen. Sehen wir hier auch. Und die Widowmine hier kann nicht allzu viel machen. Wir gehen mal wieder auf dieses Battle hier. Relativ viele Stalker, Beastie QT hier an dieser Stelle komplett am. Oh, was für ein Vogel. Fokus hat zwar gut reingepfeffert, aber trotzdem, was er noch gemacht hat. Hier wird nochmal reingeladen. Falls hier die Widowmine droppt, könnte das Ganze nochmal komplett ändern. Wundert nicht ein, aber was für eine Reaktion von Vulture. Jetzt wieder hier zurück. Hier müsste nochmal eine Widowmine sein. Schade, die Widowmine gerade komplett ohne Kills, ohne Geist. Und wir sehen hier dieses Overcharge, weil einfach Mothership Core schon da ist. Währenddessen hier wird die komplette Base unter Beschuss genommen. Da kann er nichts dagegen tun. Wir schauen erstmal aufs Army Tab. Der Pol ist mit einer dreimal so großen Armee. What the fuck is going on? Natürlich kann der Bunker hier einigermaßen halten. Da muss er ein paar Marines reinstellen. Da muss er auf jeden Fall versuchen. Nein, der Reaktor wird abgebrochen. Schade. Einen ganzen Marine im Endeffekt verloren. Dann muss er mehr Einheiten hier hinlocken. Und würde man vielleicht hierhin platzieren, aber natürlich vorher den Observer kalt machen, denn der macht ihm gerade wirklich das Leben komplett schwer. Langsam aber sicher jetzt hier auch mit ein paar Medivacs am Start, sollte vielleicht die Widowmine offensiver positionieren. Nicht, dass sie sofort niedergefokust wird, aber gut, dass er sich hier einbuddelt. Außerhalb der Range bewegt sich gerade Vulture. Ah, schade. Und er wird immer wieder reingeworbt. Also das mit dem Pylon war mal ein fetter Fail. Und natürlich hier die Widowmine sofort gesehen, konnte gar nichts machen. Jetzt erst der Scan auf den Observer, damit er irgendwas machen kann. Die arbeitet hier auch komplett ohne Sinn und Verstand. Das sieht nach dem GG aus. What the fuck? Was ein geiles Game. Hat mir gut gefallen. Also auf jeden Fall das Micro von Vulture hier mit den Widowmines. Richtig geil, dass sich die Position gemerkt hat. Aber Beastie, ein paar Fehler, finde ich persönlich. Ein paar Fehler. Aber na gut, der Mann ist Grandmaster League. Ich will mich da nicht einmischen. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann freut euch einfach auf mehr Content. Denn jetzt kommt gerade wieder die Phase von StarCraft. Ich bin auf jeden Fall hyped. Also bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao.